Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, was wollen wir eigentlich heute machen? Wir wollen uns mal einen schönen Go-Hawk anschauen, aber nicht von mir, sondern von meinem R9-Account, dem Avatar. Mal wieder live hier im CK. Wir sind nämlich aktuell in einem CK und es spielen sich Dramen ab. Der CK ist schon über eine Stunde alt und von uns hat noch keiner angegriffen. Das gibt es auch sehr, sehr selten. Also es gibt immer welche, die schon in den ersten Stunden zumindest oder in der ersten halben Stunde ein bisschen losschlagen. Aber was wollen wir oder wen wollen wir eigentlich machen? Wir schauen mal gerade, wo der Avatar positioniert ist, an 16. Stelle. Wir machen zwar nicht immer unbedingt unseren Gegenüber, aber ich habe mich dazu entschieden, ich mache heute mal meinen Gegenüber. Was habe ich mir bei dieser Base gedacht? Ich wollte die Base im Go-Hawk machen und kann allerdings die Clanburg locken. Und wenn ich die Clanburg locken kann, dann locke ich sie auch. Mal sehen, was drin ist. Da entscheide ich mich dann, wie ich mit meinen restlichen Truppen rauskomme. Großartig funneln muss ich hier oben nicht, weil ich hier nur so ein paar Lager habe, damit meine Truppen hier in diese Richtung hier reingehen. Und ich werde heute auch vollkommen mauerbrecherlos hier reingehen, denn ich werde hier so zwischen, denke ich mal, meinen Sprungzauber rechtzeitig setzen, sodass die Golems hier so ein bisschen aufräumen kann. Und kommen, denke ich mal, relativ früh schon mit meinem Hox, das weiß ich noch nicht. Aber den ich auf jeden Fall nachher ablenken muss am Ende, ist der King. Deswegen habe ich auch noch einen Riesen, der mir den einfach rauszieht, da den King. Dass meine Hox hier weiter hüppeln können. Und ich würde sagen, wir gucken mal einfach, ob das so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich gehe schon mal in den Avatar-Account rein. Kurzer Netzwerkcheck, richtiges WLAN ist ausgewählt und ich bin ein bisschen nervös, aber ist egal, wir hauen einfach mal rein. Es müsste hier oben jetzt gleich das Attack-Zeichen kommen und dann würde ich einfach mal so ein bisschen weiter moderieren. Okay, also auf geht's, grün, alles grün, dann hauen wir hier rein. Wir sehen hier das Attack-Zeichen und gucken uns das ganze Drama jetzt live an. Ich gucke mal, dass ich das so relativ gut in die Mitte ziehen kann. Das kann ich an der Stelle. Also, wie gesagt, wir locken die Clanburg. Mal sehen, was da drin ist. Okay, da können wir mit leben. Dann habe ich mir gedacht, ich ziehe hier oben ein Laki hin. Und lasse jetzt gleich... So, jetzt muss ich mal schauen. Hier kommt mein Sprung rein. Und hier kommen meine beiden Golems hin. So, die muss ich so ein bisschen giften und meine Queen mal hinterherziehen und meine Clanburg. So, jetzt kann das erstmal losgehen, würde ich sagen, dass die Truppen hier jetzt reinspringen. Die Queen soll in jedem Fall da in der Mitte gemacht werden, das macht sie auch. Und jetzt muss natürlich nur auch mal ein bisschen meine Queen mit reingehen. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn sie das tun würde, aber das macht sie jetzt an der Stelle mal nicht. Ist nicht so tragisch. So, hier hauen wir jetzt den ersten Heil rein. Und jetzt muss ich gucken, wo meine Hox hier weiter hingehen. Die gehen jetzt nach da. Das ist schon mal doof gewesen, dass da so eine Bombe war. Und hier wollte ich jetzt eigentlich meinen Riesen noch hinsetzen, dass ich hier in jedem Fall... Oh, die Hox da in der Mitte, die muss ich durchheilen. Oh, 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 die muss ich durchheilen. Und meine Queen. Oh, meine Queen fast verkackt. Jetzt geht bitte auf die Tesla. Ja, sie gehen auf die Tesla. Super. Und jetzt ist nur noch das eine Viertel da. Mal gucken, das sind jetzt noch zwei, drei Dev-Gebäude. Aber der doofe King ist jetzt da. Oh nee, der macht mit meinen ganzen Hawks kaputt. Komm, geht noch auf die Kanone und dann bitte auf den King. Bitte auf den King gehen. Boah, was ist denn da noch? Oh nein, der Feger. Oh, ich krieg die Motten, ey. Jetzt aber den King fertig machen. Komm, Leute. Haut den King platt. Oh, sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft, jawohl. Ich habe... Nein! Doch, sie haben es geschafft. Oh, ich war nur ein bisschen später im Bild. Oh Mann, ihr seht das ja ein kleines bisschen später. Ich sehe es, dass gerade ein bisschen gezuckt hat. Das könnte gerade so für ein Clean-Up reichen. Oh, das wird eine ganz enge Kiste. Der Bola macht zumindest schon mal das Rathaus. Ich habe noch 59, 57 Sekunden Zeit. Und da hinten auch noch zwei Bogies. Oh, das ist eine ganz dicke Kiste, aber ich glaube, das wird ein Dreier. Ich glaube, der Go-Hawk wird erfolgreich sein.
Hauptsache, mir fliegt da jetzt nicht noch einiges um die Ohren, aber ich denke mal nicht. Und ich sehe es hier schon am Tablet, dass es ein Dreier wird. Das seht ihr jetzt in der Aufnahme ein kleines bisschen verspätet. Und ich denke mal, das ist ein gelungener Auftakt für uns im CK. 3 Sterne, jawohl. Super gemacht, Thorsten. Eigenlob stinkt mal wieder. Aber ich fand, war ein guter Gehock. War ganz schön kritisch da in der Mitte mit den Teslas und auch mit dem King. Aber denke ich mal, gutes Ding. Und ich würde sagen, wir schauen einfach nochmal rein. Der Maste will gleich die 4 angreifen. Den nehmen wir auf jeden Fall live mit. Und so haben wir hier schon mal unseren Schnitt zumindest gut retten können. 1 3-Sterner. Der Gegner hat auch 1 3-Sterner. Aber hat schon 6 Angriffe gemacht. Wir erst einen. Und ich würde sagen, das ist ein echt guter Einstand. Und wir gucken uns gleich den Maste einfach an. Dann bis gleich. So, es hat ein bisschen gedauert, aber wir sehen live den Hocke. Irgendwie hat das mit Maste nicht geklappt. Und jedes Mal, wenn hier dieses komische akustische Signal kommt, dass jemand angreift, wir haben hier mal zusammengezuckt und habe gedacht, oh schnell, jetzt muss er aufnehmen. Aber es war immer der Gegner. Aber jetzt sehen wir den Hocke hier schön mit einem... was ist es denn eigentlich? Ah, okay, es ist ein Laloon mit vorherigen Killsquad, King, Queen und Warden. Das sieht schon mal ganz gut aus. Da ist eine La weg. Ich weiß nicht, was sein Ziel jetzt war, möglichst viele Gebäude auch wegzumachen, die Loons dann natürlich nicht mehr abfliegen müssen. Jetzt schafft er aber hier noch den... Schafft er den Inferno noch mit seinem Warden? Ah, schade. Schafft den Inferno nicht mehr ganz. Mal gucken, da müssen da die Loons jetzt ran. Jetzt muss er allerdings, muss er da gegen einen Feger eigentlich ankämpfen. Nee, gegen einen Feger muss er nicht ankämpfen. So wie ich das sehe. Aber es sind zu wenig Loons in der Mitte, leider. Müssen die gleich von außen erst noch reinfliegen. Das ist natürlich doof. Und der hat jetzt keine Zauber mehr. Jetzt gehen die auch schon ziemlich stark drauf vom X-Bogen. Ich würde einfach mal so sagen, das bleibt ein Sternhocker diesmal. Schade. Das hatte er sich sicherlich auch ein bisschen anders gedacht. Aber so ist das Leben. Live kann ich natürlich keine 3-Sterne-Garantiekämpfe hier zeigen. Dann bleibt es auch mal einer oder jemand verkackt mal gänzlich. Aber da wird er sehr unzufrieden mit sein. Und vielleicht sollte man doch die Taktik in dieser Base etwas anders wählen. Ist nämlich eine Ringbase. Und die Ringbases, die sind auch anders knackbar. Aber mein Gott, wir haben noch reichlich Angriffe und wenigstens nicht verkackt. Das ist auch nicht schlecht, wenn es auch jetzt ein suboptimaler Angriff wird. So nenne ich das ja immer. Aber wir warten sicherlich jetzt noch 1-2 AGs ab. Also wie gesagt, der Gegner greift hier etwas munterer an als wir. Und ich gucke mal, aus welcher Zeitzone der kommt. Arabische, okay, die sind etwas vor unserer Zeit. Und der greift auch nicht so wirklich gut an. Also ich habe eben mal scherzhaft geschrieben, dass es 2-Sterne-Erdbeben-Lacker sind. Das soll nicht abwertend klingen, aber... viele Angriffe waren hier mit Erdbebenzauber und ihr wisst selber, ich bin überhaupt kein Fan von Erdbebenzauber. Also warte ich einfach noch weiter. Ich denke mal, so ein halbes Stündchen warte ich noch und wenn ich dann keinen Angriff mehr reinkriege, dann kriege ich halt keinen mehr rein. So ist das nun mal. Dafür wollen wir irgendwas live zeigen und ich würde sagen, bis gleich. So, mal gucken, auf welcher Seite dieser Kampf ist. Da ist er. Da ist unser Maste. Also hat er sein Versprechen doch gehalten. Ich habe die Leute hier ein bisschen animiert hier. Doch, jetzt anzugreifen, da ich gerade am Drehen bin, dann passt das ganz gut. Dann muss ich nämlich nicht warten und wir kriegen hier live hoffentlich schöne Angriffe rein. Ja, eben haben wir schon gesehen bei Hocke. Kann auch mal daneben gehen, ja. So ist das natürlich, wenn man irgendwas live zeigt, wenn ich ja irgendeinen Krieg aufnehme, der noch nicht ganz vorbei ist oder vorbei ist. Ja, meistens zeigt man ja die guten Angriffe, aber ich zeige in meinen Folgen auch, das wisst ihr, immer auch 2- oder 1-Sternangriffe, die gehören mit dazu, weil sie nach wie vor das Ergebnis sonst verfälschen würden. Wenn ich euch nur 3-Sterner zeige, dann hilft das sicherlich niemanden wirklich, was Taktiken angeht. Wenn jemand nicht die passenden Truppen hat oder nicht die gleichen Truppen hat, dann kann man das nicht nachkopieren oder mal nachmachen.
Und deswegen gibt es natürlich auch ein- und zwei Sterne Angriffe, aber Mastes Queen geht sicherlich nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Da ist er nämlich jetzt schon weg. Mal gucken, ob das hier mit den beiden Sprung nochmal wird. Aber er kommt eigentlich jetzt noch ganz gut rum um die Base. Mal sehen, ja, der Inferno, der geht auf jeden Fall drauf. Und das. Oh nein, wo gehen die Valkyren denn hin? Ach du Scheiße, das wird ihn jetzt ärgern. Oh, jetzt möchte ich nicht in Mastes Haut stecken. Oh, wo rennen die denn alle lang? Ach Mensch, schade, schade. Eieiei, die hat er da, hat er wahrscheinlich gedacht, oh, das Rathaus fällt, aber da war noch eine Riesenbombe davor. Und da sind fast alle Truppen drin gestorben. Es tut mir ja schon fast leid, dass ich das jetzt live zeige, aber was soll ich machen? Es ist einfach so. Und jetzt gehen da zwar noch ein paar Skellies rein, aber die sind natürlich für die Base jetzt nicht mehr relevant. Außen laufen, ja, da laufen noch die Valkyren, da hat er jetzt noch. Hat er noch Wut, damit die noch ein bisschen was an Prozente jetzt wenigstens reißen. Aber auch er will sich hier ärgern. Und ja, kann nichts machen. Da kommen noch drei Mauerbrecher. Aber die kommen auch nicht mehr durch. Da ist ein bisschen viel Feuer hinten auf der Ecke. Und auch der Angriff wird sicherlich Maste ein bisschen ärgern. Aber er ist hier drin. Tut mir leid, ist halt so. Und freut sicherlich den Gegner. Kann nichts dran machen. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, jemand wollte hier unten in dem Bereich noch einen Gohok machen. Den nehmen wir auf jeden Fall noch mit rein. So, ich glaube, die Schwerter haben hier gerade gerappelt. Jo, da sind wir. Kriegen auch was rein von Ragnar. Ah, Ragnar macht die. Ach so, das ist die 19. Ich glaube, der Bärwolf wollte vielleicht die 18 machen. Für diese Base muss ich sagen, ja. Mal gucken, wie der Ragnar sich hier schlägt. Ich hätte die auch gern gemacht, habe ich mir mal so überlegt. Mit dem Avatar. Hatte mich dann aber verguckt. Ich hatte schon fast die Truppen dafür fertig und denke, oh nee, ich mache doch den Gegenüber. Und da gucken wir mal, wie sich der Ragnar hier mit den Hogsets schlägt. Ja, die gehen eigentlich noch ganz gut, sind super im Heil. Das sieht soweit eigentlich noch ganz gut aus. Jetzt schmeißt er hier ein bisschen vor die Schweine den Heil, sodass die da durchreiten. Aber da müssen sie auch erstmal reinkommen. Ja, die müssen erstmal die ganze Def da erledigen. Das sieht jetzt gerade noch so gut aus. Aber er hat dahinter noch die komplette Truppenarmada mit Queen und King und den Bolern. Die Riesen tanken jetzt noch gut. Ich glaube, die Hocks sind jetzt schon Geschichte. Ah ne, ein Hock ist da noch, aber der ist jetzt auch weg. Hat jetzt hier sein Cleanup Lucky rechts schon gesetzt. Und das würde ich so sehen, wird ein 3-Stern. Ja, das wird ein 3-Stern. Das kann man jetzt so schon sagen. Es ist noch jetzt noch ein Dev-Gebäude. King und Queen sind noch zündbar oder beziehungsweise zwei Dev-Gebäude. Die, na drei, der Feger oder die beiden Feger. Mit den beiden Fegern sind es vier Gebäude, yo. Aber ich denke mal, das Ding ist Geschichte und die Queen hatte nicht wirklich Anteil am Ausgang. Naja gut, sie hat eine Kanone gemacht und einen Bogenschützenturm hier noch. Ah ne, sie schafft doch noch was. Okay, weil das ist ja ganz, ganz oft, das hatte ich auch schon mal in einem Kampf, dass die Queen irgendwo völlig unbeteiligt an irgendeiner Mauer hing und dann noch an der Mauer, ja, und während der Rest der Truppe nämlich die gesamte Base aufgeräumt hat, hat die Queen irgendwie zwei, drei Mauern geschafft und ein bisschen was mit abgeräumt. Aber war gut, schöner 3-Stern hier. Und das lässt in jedem Fall hoffen, dass wir vielleicht noch was auf die 18 sehen. Wenn nicht, dann mache ich gleich mit der Folge erstmal Schluss. Und da ist er drin. Jawohl, der Bärwolf. Ich glaube auch mit dem Gohok. Ich muss mal schauen. Ja, ist so ein ähnlicher. Also wir haben dann jetzt an dem Abend hier drei eigentlich schöne Hock-Kombinationen gesehen. Also die Hocks spielen hier ja schon eine wichtige Rolle. Und der Bärwolf entscheidet sich hier für einen Packer Walk mit Hocks dann dementsprechend. Ja, ob die Base da jetzt so wirklich gut für ist, weil, obwohl, wann holt er denn die Heiler mal raus? Hallo? Ey, der hat ja nichts in der Mitte, was da jetzt wenigstens den Drachen wegmachen kann. Und den Ballon. Ey, die Heiler hat er aber echt spät gezogen. Naja, aber er hat jetzt wahrscheinlich vermutlich erst so lange gewartet, bis nämlich die Lars weg waren und hat die dann geschickt. Deswegen nimmt man eigentlich dann Bases, die dann eher
wo die Lars ziemlich tief stehen, also von einer Seite her überhaupt kein Beschuss für die Heiler da ist, denn die sind jetzt weg. Ah doch, die Lars ist weg, gerade noch so geschafft, der eine Heiler lebt ja noch. Und ja, das könnte man eigentlich auch mal einführen, wäre eine gute Update-Idee. Je weniger Trefferpunkte die Truppen haben, desto schwächer werden sie auch im Angriff. Ne? Das wäre gar nicht mal so schlecht. Dann werden natürlich die Kriege hier richtig schwer. Aber ich glaube, der Bärwolf macht seine Sache ganz gut hier. Kann den King leider nicht mehr zünden, aber jetzt müssen die Hawks da den King auf jeden Fall machen. Das werden sie auch tun. Der geht komischerweise dann nochmal weg, warum auch immer. Ja, ist auch ein bisschen komisch, dass da ist der King noch nicht konsequent genug. Ja, dass der dann wenigstens mal irgendwo drauf bleibt. Aber so war das hier mit den Schweinereitern. Ein schöner Dreistern vom Bärwolf. Und dann hat die Folge hier wenigstens einen schönen Abschluss gefunden. Also wir haben drei schöne Hock-Kombinationen gesehen. Einmal mit Golem, einmal mit dem Pekkaborg und einmal mit Riesen. Wunderbar. Sind eigentlich genau die drei Kombinationen, die man in diesem Hockreiler-Bereich findet. Und ich würde sagen, die nächsten Angriffe zeige ich euch in der nächsten Folge, denn das werden dann RH10 und RH11 Angriffe werden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Wer noch kein Abonnent bei mir ist, am Ende des Videos könnt ihr mich abonnieren. Und ich verbleibe, euer Toto. Flashed.